Okay Leute, One Piece Kapitel 1106 liefert eine neue Nika und Joyboy Enthüllung. Endlich weiß Bonnie, wer Ruffy wirklich ist. Egghead steht kurz davor, in den tatsächlichen Inzident überzugehen. Auch birgt das Auftauchen von Boogie und Woogie einige Geheimnisse um Joyboy und Ruffy als Nika. Welche Rolle spielt dabei Shanks? Das schauen wir uns im Detail an, denn ich habe mir unter anderem auch nochmal Little Garden angeschaut. Ich wünsche euch nur viel Spaß mit dem Video. Los geht's! One Piece Kapitel 1106 strotzt nur so vor Nika-Enthüllungen. Klar, wir wissen selbstverständlich, worum es sich mittlerweile handelt, aber nicht die Außenstehenden, und diese kommen immer mehr in den Geschmack des Sonnengottes, beziehungsweise die erfahren jetzt Stück für Stück immer mehr, wer Ruffy in Wirklichkeit ist, beziehungsweise wen er tatsächlich repräsentiert. Wir sind uns alle sicher, Ruffy selber würde das nicht so sehen. Er ist nun mal Ruffy, so wie er leibt und lebt, aber wir haben natürlich hier diese große Geschichte um Joyboy, den Sonnengott, die Teufelshoch, die Ruffy besitzt und so weiter, und diese große Symbolkraft von Ruffy, wofür er persönlich steht. Und ich persönlich muss ganz klar sagen, es hat lange gedauert, aber endlich ist Jeopardy Bonnie auf den Trichter gekommen, und das Ganze natürlich dank Vegapunk, der es ihr im Groben und Ganzen erklärt hat, quasi so auf dem Sterbebett. Aber ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass Vegapunk hier stirbt, weil Vegapunk eigentlich in der Lage sein sollte, physische Schäden oder Verletzungen etc. maximal auszuhebeln. Wir dürfen nicht vergessen, Vegapunk hat den Bauplan des Lebens entschlüsselt, und eigentlich sollte Vegapunk auch sowas wie ein Exoskelett oder sonstiges haben. Der kann ja nicht alles um sich herum krass weiterentwickeln, aber sich und seinen eigenen Körper nicht schützen. Das ist irgendwie so ein Widerspruch in sich. Deswegen denke ich, gerade weil Vegapunk ja weiß, dass seine Zeit unter der Weltregierung maximal begrenzt werden wird und er dann vermutlich auch erledigt werden sollte, dass Vegapunk sich dahingehend natürlich auch vorbereitet hat. Deswegen wäre es jetzt sehr, sehr komisch, wenn Vegapunk tatsächlich durch diesen Angriff von Saturn sterben würde. Es kam auch viel zu random. Klar, das war irgendwo abzusehen, dass Saturn Vegapunk angreifen wird, aber der tatsächliche Tod von Vegapunk, der sollte doch bitte, bitte eigentlich noch auf sich warten. Denn wenn man alle Vegapunk-Erkenntnisse in einen Topf schmeißt, dann muss man eigentlich auf die Erkenntnis kommen, dass Vegapunk durchaus die Möglichkeit hat, jede Verletzung, und sei sie noch so krass, eigentlich überstehen sollte. Naja, da Bonnie nun weiß, wer Ruffy in Wirklichkeit ist, beziehungsweise wen er symbolisiert, so kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die Distorted Future Technik von Bonnie hier nun eventuell ihr volles Potenzial zeigen könnte, dass man hier eine mögliche Zukunft für Ruffy herstellt, beziehungsweise dass Bonnie diese Technik auf Ruffy anwendet. Da habe ich vor ein paar Wochen schon mal ein Video zu gemacht, dass Ruffy von Bonnie schon mal mit dieser Technik verwandelt wurde in sein 70-jähriges Ich, wo allerdings in der Zukunft alles schiefgelaufen ist. Das hat Oda ja in der FPS gezeigt, wo wir Ruffy gesehen haben mit dem Alter von einmal 40 und dann auch 60 Jahre. Da gab es ja die zwei Alternativen. Einmal, wo alles gut lief, und einmal, wo alles schlecht lief. Und Bonnie hat Ruffy mal in die Version verwandelt, wo alles schlecht lief. Da war aber nicht 60, sondern 70 Jahre. Aber er sah dem einfach unfassbar ähnlich. Und wenn Bonnie das jetzt weiß und eventuell ihr volles Potenzial hier ausschöpfen könnte, vielleicht kann Bonnie Ruffy dann in diese Zukunftsversion verwandeln, wo halt alles gut gelaufen ist. Das würde bedeuten, Ruffy könnte kurzzeitig ein absolutes Power-Up erhalten. Ein Power-Up, das zeigt, wie Ruffys Potenzial ist, wenn er wirklich in seiner maximal im Primetime ist, Teufelsfrucht als auch Haki-technisch. Das ist nun mal das Potenzial von der Teufelsfrucht von Bonnie, und das dürfen wir nicht vergessen. Für die, die etwas tiefer in diese Theorie reingehen wollen, denn da kommen noch einige mehr Punkte zusammen. Ich habe euch die mal unten in der Beschreibung verlinkt. Schaut die euch gerne an. Und dann ist es so, dass sich auf Egghead Island so die ein oder andere Sache wendet. Die Pazifister, die sind dann nun jetzt auf der Seite von Bonnie. Ich fand die Anekdote von Vegapunk natürlich auch gut, dass sich ein Vater niemals gegen die eigene Tochter stellen würde. Fand ich sehr ergreifend, sehr crazy gut gemacht, und jetzt sieht man langsam einen Rückenwind, der die Strohhüte und generell diese Fraktion hin supportet. Denn am Ende des Kapitels tauchen sie auf Boogie und Woogie, und ich habe mir nochmal Little Garden angeschaut. Von Kapitel 116 bis 101 oder 122 habe ich mir das durchgelesen, und wir haben hier natürlich mit Kapitel 116 und 1106 eine kleine Parallele. Nicht nur zahlentechnisch, sondern Kapitel 116 heißt Giant, also Riese, und 1106 hat den Titel At Your Side, also an deiner Seite, also Riesen an deiner Seite. Und wir haben hier Boogie und Woogie, die hier jetzt nach Egghead Island aufgebrochen sind. Und die haben dann natürlich auch zeitgleich ihren Grund geliefert, nämlich weil Ruffy der Sonnengott ist. Und der Sonnengott spielt selbstverständlich eine riesige Rolle, denn wenn wir mal in die Vergangenheit mit dem Strohhut, also in Kapitel 116 reingehen, fortfolgend natürlich, da haben wir die Geschichte, wo wir Boogie und Woogie das allererste Mal getroffen haben. Die beiden, die haben ja einen 100-jährigen Kampf hinter sich gebracht. Wer
Serie stärker ist. Und das Ganze ist dahingehend entstanden, weil ein ganz kleines Mädchen die beiden gefragt hat damals, hey, wer ist denn eigentlich stärker von euch beiden? Und dieses kleine Mädel hat geschafft, dass diese beiden dementsprechend diese große Piratentruppe, die sie ja damals angeführt hatten, quasi auseinandergerissen haben. Das war schon sehr interessant. Und dann haben diese sich auf Little Garden wirklich 100 Jahre lang gemessen. Naja, wenn man sich Little Garden mit dem ganzen Wissen, was man heute von One Piece hat, nochmal anschaut, dann fällt eines natürlich sofort auf. Sowohl Boogie als auch Woogie sind beides Charaktere, die irgendwie mit ihrem Auftreten, mit ihrem Lächeln vor allen Dingen auch Joy Boy repräsentieren. Ihr müsst es euch wirklich mal anschauen, das breite Grinsen und so weiter. Also, das war schon, denke ich mal, mit geplant von Oda. Es ist sehr heftig, wie das auffällt, wie die beiden sich hier wie so ein typischer Joy Boy verhalten, von dem Charakter her, vom Lachen her und so weiter. Also, sehr, sehr interessant gemacht. Und es ist ja so, dass die Giant Piraten damals die neue Welt bzw. generell die Meere beherrscht haben. Selbstverständlich waren die vermutlich vor 100 Jahren dann mit ihrer Macht so heftig, wo man allerdings sagen muss, dass das für heutige Verhältnisse vielleicht nicht mehr allzu krass ist, denn wir dürfen nicht vergessen, sowohl Boogie als auch Woogie wurden damals gewone-shottet, einerseits von Mr. Five, der Explosion in dem Rum, und natürlich auch einmal von Ruffy mit einer Gum Gum Bazooka war das, meine ich. Ja, also die waren und sind natürlich stark, aber für heutige Verhältnisse, für neue Weltverhältnisse sind diese nicht so unglaublich heftig. Versteht mich nicht falsch, ich will die beiden nicht kleinreden, aber das sind nun mal die Fakten, dass diese beiden vielleicht damals vor 100 Jahren ziemlich enorm gewesen waren, aber für heutige Verhältnisse, wenn man jetzt von diesem atypischen neue Weltniveau spricht, ich sag mal so, die Liga Doflamingo, Crocodile und so weiter, ja, da sind die beiden vermutlich nicht mehr so ganz auf der Höhe und deswegen würde auch in dieser Form hier Shanks eine Rolle einnehmen, denn ich persönlich bin nach wie vor davon überzeugt, dass Shanks derjenige gewesen ist, der Boogie und Woogie diese Erkenntnis mitgeteilt hat, dass Ruffy der Sonnengott ist, dass er Nika ist, denn Shanks war ja vor kurzem mit Boogie und Woogie unterwegs und Shanks wollte ja ebenfalls von Elbaf lossegeln. Genau wie Boogie und Woogie ist Shanks hier vermutlich mit losgesegelt und irgendwo im Hintergrund kann ich mir sehr, sehr, sehr gut vorstellen, dass Shanks hier wartet und irgendwie seinen Move vorbereitet, denn ohne Shanks kann ich mir nicht vorstellen, dass Boogie und Woogie A nach Egghead Island gefunden hätten, einfach so, und B überhaupt die Info dazu zu bekommen. Das muss von Shanks kommen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie sie anders hätten an die Informationen kommen sollen. Und nach wie vor ist es auch wichtig, wenn man jetzt die Stärke von Boogie und Woogie nimmt und sagt, okay, die sind schon strong, aber jetzt was neue Welt- oder Kaiserniveau angeht, da gehen diese beiden natürlich völlig unter. Da kommt natürlich die Enthüllung dem entgegen, dass Shanks natürlich die Schwachen in der neuen Welt unter sich bzw. seiner Flagge segeln lässt, damit er diese beschützt. Ich denke, Boogie und Woogie sind die Letzten, die da jetzt unbedingt Hilfe brauchen, aber das würde da nochmal hinzukommen. Und gerade was jetzt das Auftauchen hier anbelangt, hinsichtlich Ruffy als den Sonnengott, als vermutlich Joyboy, ja, das ist etwas, was vermutlich auch, wie bei dem Buccaneer, von Generation zu Generation immer weitergegeben wurde, denn wir dürfen nicht vergessen, die Leute oder die Riesen auf Elbaf, die glauben an den Sonnengott. Denn wir wissen ja bereits, dass die Riesen auf Elbaf einmal für den Sonnengott fasten, das sind 12 Tage, und als Mother Caramel zum Beispiel Elbaf gerettet hat und das Feuer gestoppt hat, was ja damals durch Big Mom, meine ich ja, dann ausgebrochen ist, nachdem sie ihren Fressanfall hatte, haben sie dem Sonnengott ja dafür gedankt, dass er das Feuer hier gelöscht hat. Das bedeutet, der Sonnengott spielt in Elbaf eine sehr, sehr große Rolle. Und dahingehend eröffnet sich dann natürlich die Frage, welche Verbindung hat Joyboy mit den Riesen bzw. mit Elbaf? Das muss eine Verbindung sein, die halt über 800 Jahre in der Vergangenheit liegt. Und ich persönlich freue mich sehr drauf, wenn wir diese Verbindung baldigst erklärt bekommen. Vielleicht reden Boogie und Woogie ein bisschen darüber. Vielleicht kriegen wir darüber einige Erzählungen. Denn ich glaube, neben dem Buccaneer sind die Riesen wohl die Rasse, die vermutlich mit am meisten über den Sonnengott bzw. Joyboy an für sich wissen. Von daher würden diese beiden die perfekte Brücke hier schlagen, um vielleicht das ein oder andere über Joyboy oder den Sonnengott zu erfahren. Naja, eine kleine Info haben wir damals in Kapitel 116 fortfolgend noch bekommen, denn Boogie und Woogie, die verfügen über einen Eternal Post nach Elbaf. Das bedeutet, denen könnten sie theoretisch den Strohhüten geben und sie könnten dann schnurstracks geradeaus Richtung Elbaf reisen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diese eine kleine Info hier nochmal relevant werden wird. Aber nun heißt es erst einmal abwarten. Ich persönlich glaube, Shanks ist hier ebenfalls noch irgendwo im Hintergrund. Der wird sich vielleicht darum kümmern, dass Blackbeard hier nicht eingreift. Vielleicht sogar wird er dann auch tatsächlich jetzt baldig seinen Kampf gegen Blackbeard haben. Und wir haben auf Egghead Island dann jetzt den Egghead Island Incident, der dann nun tatsächlich in die Realität umschwingt. Denn sowohl wie die Weltregierung eine Verbindung zu Joyboy hatte, hat die Weltregierung vermutlich auch eine Verbindung zu den Riesen. Und da werden wir dann vielleicht auch die ein oder andere Info bekommen. Deswegen, Leute, es wird jetzt ziemlich heftig. Wir kommen jetzt in die richtig
heiße Phase. Wir haben nächste Woche allerdings leider Pause, aber bleibt Zeit, um mehr über die ganzen Themen zu sprechen. So Leute, schreibt mir eure Meinung dazu dann mal gerne in die Kommentare. Falls euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und wie seht ihr die Situation jetzt mit Boogie und Woogie? Glaubt ihr, Shanks ist irgendwo da noch in der Nähe? Was glaubt ihr, haben diese für eine Verbindung zu Joyboy bzw. dem Sonnengott? Und dann war es das erste Mal von mir für heute. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Ich wünsche euch einen entspannten Tag. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal rein. Ciao und tschüss.